Jetzt sind wir beim Finale der Freestyle Motocrosser im LA Colosseum mit Nate Adams, Travis Pastrana und Brian Deegan. Dort, wo die Olympischen Spiele stattgefunden hatten einmal, weil es schon eine Weile her. Eigentlich so die Königsdisziplin im Motocross. Den ganzen Parcours durch. Und da haben wir Brian Deegan. Und da haben wir Travis Pastrana. Mit 14 Jahren hat er angefangen, damals durfte noch keine internationalen Wettkämpfe mitfahren, aber bei den X Games hat man eine Ausnahme gemacht. Damals hat er in San Francisco Gold geholt und jetzt als 17-Jähriger rockt er mordsmäßig ab. Gleich mal ein Backflip vorne weg. Legt hier kräftig los. Brian Deegan hat in diesem Finale schon vorgelegt, hat ja auch diverse Backflips mit Kombinationen gezeigt, sowie den 360 als erster bei den X Games. Und hier Travis Pastrana mit dem Cliffhanger Kombination to No-Handed Landing. Da waren natürlich alle gespannt zu sehen, kann er Brian Deegan noch schlagen? McNasty. Kreiert vom Mike Metzger, der ja nicht am Start war, weil es ihn kurz zuvor bei einem Contest aufgewickelt hat. Lazy Boy, wie dieser Sprung heißt. Backflip, Variation, One Foot, One Foot. Was mir am Travis gefällt, der rockt einfach unheimlich ab. Der zieht durch, der macht da keine Pause. Eins nach dem anderen. Action-Satz, so soll es doch sein. Brian Deegan weiß auch, weil er geht zur Sache. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der 360er. Ja, alle haben ihn ja angekündigt, alle haben gewartet. Wer kann ihn das erste Mal bei den X Games stehen? Brian Deegan hat ihn dann gezeigt, kam dann nicht so glücklich in die Landung, hat sich da aber nicht lumpen lassen. Und jetzt zeigt ihn auch Travis Pastrana. Aua! Landet etwas zu weit und rutscht dann weg, aber er hebt gleich die Hand und meint, einen habe ich noch. Die Zeit ist zwar durch, aber das wird so eng bei den X Games nicht gesehen. Und er hat zwar die rote Fahne, aber das kratzt ihn überhaupt nicht. Nochmal. Er will ihn natürlich vor dieser atemberaubenden Kulisse ziehen. Und steht ihn. Und das Ganze noch schöner als Brian Deegan. Auch wenn hier dieser Guard etwas Probleme bekommen hat. Der musste noch dran glauben. Wie hoch ist eigentlich so ein Vorderrad? Wo fährt ihr das rein, wenn ich das genau vorne trifft? Ich möchte es gar nicht wissen. Ich möchte es auch nicht wissen. Ich möchte es nicht wissen. Spiegelei und Presssack. Damit war es eigentlich entschieden. Die Kombination, die hier Travis Pastrana gezeigt hat, die hatte kein anderer im Programm, inklusive dem 360er. Wir lassen das nochmal ein bisschen Revue passieren. Ein Höllenrun. Pfeift sich hier gleich mal mit dem Backflip raus. Und in Kürze auch Freestyle Motocross in Oberhausen. Weltcup mit Basti Wolter und Fabian Bauersachs. Hier nochmal der Versuch eines McNasty als Backflip mit Heelklicker. Bringt er die Beine nicht ganz zusammen. Und der erste der beiden 360s, bei dem hat er leicht gebailt. Dennoch haben ihm die Judges die Goldmedaille verpasst bei den X Games für Travis Pastrana. Silber für Nate Adams und Bronze für Brian Deegan. Da haben wir es nochmal eingeblendet. Kurze Pause und dann geht's weiter mit unseren Highlights.